Na klar. Sterb. Ob wir gegen Skelettyp auf was mit Armbrust ausrichten können? Nörtel, endlich! Wo ist der? Hast du das Rezeptbuch, nachdem ich dich ausgesandt habe? Hm? Oh, das Maultier. Warum ist es denn nicht mehr bei dir? Meister Rakorium, ihr habt Meister nicht... Meister Rakorium, ihr habt nicht mich, sondern Rufus weggeschickt. Und das dort ist nicht Rufus, sondern jene Person, für die wir in Avestroy das Leumundsschreiben aufgesetzt haben. Erinnert ihr euch? Erinnert? Erinnern? Meine Spezialität? Jetzt erkenne ich, ja, nicht Rufus, sondern jene Person, der wir in Avestroy das Leumundsschreiben ausgestellt. Aber wo ist dann Rufus? Ich muss euch von einer traurigen Entdeckung berichten. Eure Novize wurde von Untoten überfallen und war bereits einer von ihnen, als ich ihm und seinem Maultier begegnete. Ich habe sein Unleben ein Ende machen müssen, als ich mich zur Wehr setzte. Oh nein, treuer Rufus. Wie schrecklich. Ach, warum nur? Verflixt, ich hätte ihn wirklich nicht ganz allein bei. Kaum zu ersetzen. Die Kabale fordert ihr nächstes Opfer. Die Monster. Nur hinter dem magischen Schild sind wir noch sicher. Doch ich muss das Ritual hier vollenden. Aber meine Konzentration. Seid doch bitte so gut und beseitigt diese Störenfriede, ja? Ja, bevor ich zur Tat schreite, würde ich noch die eine oder andere Frage beantwortet wissen. Ich stelle gerne noch ein Wissensdossier, ja, ja. Was braucht ihr denn hier so wichtig ist, dass ihr euer Leben und das eurer Novizen aufs Spiel setzt? Es ist Felsenvitriol, ein potenter Stoff, aber das ist erst der Schritt hin. Oh ja, ich glaube, jetzt sollte ich doch einmal rühren. Lasst euch überraschen, ich will noch nicht zu viel verraten. Hehe. Was könnt ihr... Was könnte denn diese Leichen und Untoten aus ihren Gräbern gelockt haben? Eine wirklich berechtigte Frage. Möglicherweise hat jemand unachtsam beim Betreten einer der alten Ruinen einen dunklen Fluch ausgelöst. Oh, da die Untoten aus westlicher Richtung kommen, schließe ich einen Zusammenhang mit meinen Forschungen einmal aus. Ja. Wisst ihr, was es mit diesen Ruinen hier auf sich hat? Gibt es irgendwelche Besonderheiten oder alten Geschichten? Euer alte Ruinen aus den Zeiten der Magierkriege. Hm, ja, ein Ort von und vor allem großer Potenzia und okkulter Geheimnisse. Ja, wo fange ich an? Entschuldige meine Gedanken. Sie kreisen stets um das Felsenvitriol. Es darf nicht scheitern. Von Legenden und Sagen erzähle ich euch ja am besten ein anderes Mal. Okay, für den Moment ist mein Wissensdurst gestillt. Ich suche jetzt nach der Ursache für die Untotenplage. Ja. Fugare und ach, die Kreaturen, sie wanken alle aus nordwestlicher Richtung zu uns. Ist dort eine Brutstätte, vielleicht ihr Gelege? Aber Vorsicht, die Ränkespiele sind sicher auch dort in dieser Richtung, meine ich. Ja, macht dieser schrecklichen Plage ein Ende und helft meinem Meister, sein Ritual zu vollenden. Rufus' Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Oh weh, schaut, dort nähert sich schon der nächste Schlag untoter Kreaturen. Naja, supi. Bei meiner ich mach das schon. Zum Angriff. Kurkum. Lass das mal vorgehen. Das bin ich. Attacke. Arquartus. Und ja. Der wirre Geist von Moorbrück. Im Auftrag Arquartus. Ich habe Arquartus gefunden, doch er bedarf meiner Unterstützung. Die Sorgen eines Magiers. Wenn ein Magier sich etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt er selten davon ab. Auch wenn sein Leben dabei auf dem Spiel steht. Allerdings liegt dieses Heldentum wahrscheinlich eher darin begründet, dass er so sehr damit beschäftigt ist, sich an sein Vorhaben zu erinnern, als dass er überhaupt Zeit hätte, sich der drohenden Gefahr bewusst zu werden. Dann kann er von Glück reden, wenn jemand in der Nähe ist, der ihn gegen alles Übel verteidigt. Zumindest so lange, bis er sich wieder erinnern kann. Andauernd tauchen Untote aus dem Moor auf und auf. Rakorium schickt mich aus, um die Ursache dafür zu erkunden. Der Ursprung scheint nordwestlich von Rakoriums Aufenthaltsort auf einer Nachbarinsel zu liegen.
Da nur aus dieser Richtung die untoten Gestalten kommen. Nein, die Karte wollte ich nicht. Ich wollte die Karte. Also hier oben im Norden ist eine alte Tempelruine. Totenkopfinsel, die hatten wir bereits. Gehen wir mal näher ran. Drei Tannen, böser Baum. Ah, das heißt, wir meiden erstmal den Norden. Gucken uns den Süden an. Also sobald wir die hier los sind. Na klar, kann die durch. Ja. Oh, die machen sogar leichte Wundbrand. So. Oh, die können wir jetzt dieses Mal sogar plündern. Alle mal hergehört. Also erstmal, Rolana, mach das Gift weg. Mal sehen, was haben sie denn Schönes. Fussel und Pfeile. Puzzle, was man hier als Film, wenn man mal richtig sauber macht. So, dann schleiche ich mal vorsichtig zu diesem. Steinsack hier. Werf mal einen Blick rein. Oh, ein Backenhelm und ein alter Streitkolben. Und ja, im Süden gibt's Trollkröten. Ja, jede Menge Würstelkraut und Trollkröten da hinten. Und da ist auch noch eine Gruft. Aber jetzt mal kurz den Backenhelm angucken. Kopf 3, Rücken 1. Behinderung 1, wenn ich den aufsetze. Aufgepasst! Ein Zwerg, ein Wort. Geben wir den mal lieber Vorgrim. Und ja, bei Vorgrim müssen wir dringend was mit der Rüstungsgewöhnung machen. Ja, siehe Text minus Sonderfertigkeiten. Für jede angefangene 50% Belastung, die der Spieler bei seiner Kragkraft während in seinem Rucksack mitnimmt, steigt seine Behinderung um einen Punkt. Das Gewicht getragener Rüstung zieht nur als halbes Gewicht. Pro Behinderungspunkt gibt es einen Punkt Abzug auf Ausweichen und zu 50% einen Abzug auf den Attacke- und Paradewert. Tragkraft in Stein. Aha.
Also ja, was im Augenblick gerade irrelevant ist, die Behinderung kommt in erster Linie durch die Sachen, die er trägt. Genau. Also in erster Linie durch das Kettenhemd eigentlich. Weil viele andere Sachen verursachen gar keine Behinderung. Also ja, der Sapeurhelm, der verursacht eine von 0,5. Ja, Hulanas Rüstung zum Beispiel verursacht gar keine Behinderung. Genauso wenig wie die Hosen. Und bei Gladys, das Fechthemd ist zu leicht, um eine Behinderung zu verursachen. Ich nehme die Sache in die Hand. In Ordnung. So, dann schalten wir erstmal die Trollkröten hier aus. Ach ja, hier da unten sind ja noch mal viel mehr Trollkröten. Okay. Also ist hier Rolana wieder alle zu mal tun. Hergehört. Erstmal die Trollkröten auseinandernehmen, das Belmat einsacken, dann das Wirselkraut hier drüben einsacken. Oh, ach so, da oben geht's auch einmal rum, so wie es aussieht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier oben rum, gucken uns erst das an und gehen dann rum zu der Gruft da drüben. Oh, da sind noch Eimbeeren und Fehlschläge. Hier ist auch ein gestrandeter Steinsarg und Untote. Pike? Ist eine Zweihandwaffe, ja, okay. Ein Holzschild. Ein Zwerg, ein Wort. Du trägst auch ein Holzschild, das heißt, wir können jetzt mal Rolana auch eins geben. Oh, da sind viele Untote. Ich nehme die Sache in die Hand. Na, so wie es aussieht, geht's da oben auch einmal rum. Wird gemacht. Und ja, ich weiß, es ist immer aufregend, wenn ich gerade dabei bin, Pflanzen zu sammeln oder irgendwelche Tiere auseinanderzunehmen.
Okay, in die Gruft könnten wir theoretisch rein. Ich will aber erst einmal die Untoten, die hier rumspuken, loswerden.